Wissenschaft als Beruf in Zeiten von Fake News und Expertenkritik. Als Max Weber vor 100 Jahren den Beruf des Wissenschaftlers als Hazard beschrieb, verwies er zum Verständnis der besonderen deutschen Verhältnisse auf das amerikanische Wissenschaftssystem, zu dem, wie er sagte, der schärfste Gegensatz bestehe. Und er begründete das mit dem dortigen formalen Angestelltenverhältnis des Assistant als Beginn einer wissenschaftlichen Laufbahn, statt der Ungewissheit des deutschen Privatdozenten. Die relativ gesicherte Zukunft galt in Deutschland allenfalls an den naturwissenschaftlichen und medizinischen Fakultäten, wo die Habilitation keine so große Rolle spielte, in der Zwischenzeit hauptsächlich seit den 90er Jahren hat sich das deutsche Hochschulsystem in vieler Hinsicht dem amerikanischen angeglichen. Das gilt insbesondere für die unternehmensähnlichen Managementstrukturen und die Verschulung des Studiums. Auch die Einführung von Tenure Track bzw. Junior Professuren weist in diese Richtung. Und dennoch ist der Hazard zumindest für die Karrieren in den Sozialwissenschaften und den Geisteswissenschaften nach wie vor gegeben. Diesen Wissenschaftsbereich hatte Max Weber auch vor allem im Sinn. Obwohl die Habilitation offiziell abgeschafft ist, wird sie in diesen Disziplinen, zumal in Berufungsverhandlungen, noch immer als Leistungsbeleg gesehen. Das Risiko der Karriere, besonders im Vergleich zu den Naturwissenschaften, bleibt, ob die Verstetigung der Beschäftigung nach dem Ende des Befristungszeitraums erreicht wird. Abgesehen von dem Hazard der Karriereplanung hat die Freiheit des Hochschullehrers erhebliche Einbußen erlitten. Die Freiheit ist aber die Bedingung bzw. der Grund jener Leidenschaft, die für Weber die Voraussetzung des Berufs des Wissenschaftlers ist. Ihre Einschränkungen ergeben sich aus einer ganzen Reihe von Regulierungen, denen die Forschung unterworfen ist und die die von ihm beklagte Betriebsförmigkeit nach amerikanischem Vorbild ausmacht. Leistungsvereinbarungen, Leistungsmessungen, die zunehmend von außen vorgegebenen Themen der Forschungsförderung und die Standardisierung von Publikationen sind die prominentesten Beispiele. Die betriebsförmige Organisation der Universitäten und mehr noch der Großforschung legt es nahe, den Wissenschaftler als die nur der Sache dienende Persönlichkeit in die ferne Vergangenheit zu verweisen. Dem entspricht auch das Bild, das sich die Gesellschaft von ihm macht. Das Sozialprestige des Professors, obgleich verglichen mit anderen Berufsgruppen nach wie vor hoch, ist nicht zuletzt dank der großen Zahl und der Veralltäglichung des Jobs nicht mehr in der Weise hervorgehoben wie vor 100 Jahren. Die akademische Kultur ist professionalisiert und das heißt, Webers Idealtyp des entsagungsvollen Wissenschaftlers entspricht nicht mehr der Realität der derzeitigen Wissenschaft. Und das wirft die Frage auf, ob die neue Rolle des Wissenschaftlers einen Einfluss auf die epistemischen Prinzipien der Wissenschaft hat. Entsagung ökonomischer Belohnungen und leidenschaftliche Hingabe bei der Konzentration auf die hochgradig spezialisierten Forschungsfragen sind die Persönlichkeitsmerkmale, die für Weber die Voraussetzung objektiver Wissenschaft bilden. Persönlichkeit in der Wissenschaft hat für ihn, und ich zitiere ihn, nur der, der rein der Sache dient. Diesen Typus stellt Weber darin, liegt sein epistemisches Argument begründet, jenen gegenüber, die mit der Wissenschaft politische Botschaften verbinden. Wiederum Zitat, praktisch politische Stellungnahme und wissenschaftliche Analyse politischer Gebilde ist zweierlei. Oder, wie er sagt, Heilsgüter und Offenbarungen spenden. Die folgende Analyse soll klären, inwieweit diese epistemische Position den gegenwärtigen Herausforderungen der Rolle der Wissenschaftler, der Wissenschaftlerin und des Wissenschaftlers und der Stellung der Wissenschaft in der Gesellschaft noch gerecht wird. Zwei miteinander zusammenhängende Herausforderungen sieht sich die Wissenschaft derzeit gegenüber. Der Infragestellung wissenschaftlicher Expertise und der Verbreitung von Fake News
beziehungsweise Verschwörungstheorien und einer Vermischung von editorischen und persuasiven Kommunikationen. Zunächst zur Expertenkritik. Der epistemologische Kern des Weberschen Arguments für den Wissenschaftler ist die gegenüber allen politischen Versuchungen und Anfeindungen resistente Verpflichtung auf Wahrheit, verstanden als methodisch erzeugtes Wissen von begrenzter Halbwertszeit. Für Max Weber hielten wissenschaftliche Tatsachen allenfalls 10, 20 oder 50 Jahre und waren dann veraltet. Dieses Wissen eröffnet Handlungsmöglichkeiten, enthält aber keine Hinweise darauf, welche Handlungen bzw. Entscheidungen zu treffen sind. Die viel kritisierte scharfe Trennung zwischen Wissen und Werten ist Grundlage des sogenannten dezisionistischen Modells der wissenschaftlichen Politikberatung. Und Jürgen Habermas hat mit seiner Unterscheidung zwischen dezisionistischem, technokratischem und pragmatischem Modell die möglichen Beziehungen zwischen Wissen und Entscheidungen abgesteckt. Das technokratische Modell sieht den Primat der Experten gegenüber politischen Entscheidern vor und unterstellt, dass Wissen jeweils eindeutige Entscheidungen nahelegt. Damit würden alle Experten, die über entsprechendes Wissen verfügen, die faktische Entscheidungsgewalt in einem Gemeinwesen erhalten. Und das heißt, allein durch ihr Wissen legitimiert sein. Im pragmatischen Modell sind dagegen wissenschaftliche Expertise und politische Entscheidungen miteinander verschränkt. Die epistemische Annahme ist, dass Wissen und Werte sich wechselseitig beeinflussen und verändern können. Und diese Annahme erhält ihre Plausibilität, zumindest aus der Demokratietheorie, in der die deliberative Beratung zwischen wissenschaftlichen Beratern und politischen Entscheidungsträgern als Quelle politischer Legitimation gilt. Sie wird auch durch die Einsicht gestützt, dass es sich bei dem Verhältnis von Wissenschaft und Politik um eine doppelte Ambivalenz handelt. Zum einen ist die Erkenntnisgewinnung ein fortwährender Prozess von Versuch und Irrtum. Wissenschaftliches Wissen ist Gegenstand innerwissenschaftlicher Diskussion im Wechsel von Thesen und ihren Widerlegungen. Es ist also immer vorläufig. Zum anderen ist es im Hinblick auf praktische bzw. politische Fragen selten so eindeutig, dass es nicht Interpretationen zuließe. Sowohl die Vorläufigkeit des wissenschaftlichen Wissens als auch seine Offenheit gegenüber Interpretationen machen es zugleich anfällig für politische Instrumentalisierung und für Skandalisierung in den Medien. Dieses Wissenschaftsverständnis bestimmt auch eine Vielzahl von Beratungsgremien und deren Arrangements, die sich in den Regierungssystemen der modernen Industrienationen finden. Immer wird darauf geachtet, dass die Berater nicht in die Lage geraten, politische Entscheidungen zu bestimmen. Die Sensibilität der Öffentlichkeit, aber auch der Politik gegenüber einer Überschreitung der Grenze ist in zwei Gründen zu suchen. Zum einen wird die Autorität der Wissenschaft als Institution bzw. der Experten, die als Berater auftreten, ihrer politischen Neutralität zugeschrieben. Das entspricht auch sozialpsychologischen Ergebnissen, wonach Wissenschaftler deshalb besonderes Vertrauen genießen, weil ihre Tätigkeit unter anderem mit der Orientierung am Allgemeinwohl in Verbindung gebracht wird. Zum anderen wird die mögliche Grenzüberschreitung der Berater als eine illegitime, weil durch ihre Legitimation nicht gedeckte Ausweitung ihres Einflusses gesehen. Es ist bezeichnend, dass auf dem Höhepunkt der Corona-Pandemie der amerikanische Nachrichtensender Fox News, bekannt für seine Nähe zum Präsidenten Trump, den Direktor des National Institute of Allergy and Infectious Diseases und Berater des Präsidenten, Anthony Fauci, mit dem Vorwurf zu diskreditieren suchte, er sei nicht gewählt.
Anlass zu dieser Feststellung war die Einschätzung, dass Fauci faktisch zu einem der mächtigsten Männer der Welt geworden sei. Selbst wenn das als eine politisch motivierte Übertreibung gelten muss, ist es ein Hinweis darauf, dass politischer Einfluss von Experten kritisch gesehen wird. Das gilt unabhängig davon, ob der Berater auch tatsächlich politischen Einfluss nehmen will oder nicht. Das Beispiel verweist aber noch auf einen anderen Sachverhalt. Der Einfluss des beratenden Experten hängt maßgeblich davon ab, wie sich der Rat zu dem in Frage stehenden Entscheidungsproblem verhält. Sowohl hinsichtlich der Verlässlichkeit des zugrunde gelegten Wissens, als auch der Tragweite bzw. Dringlichkeit der Entscheidung. Im Falle der Corona-Pandemie genossen die Berater, Epidemiologen und Virologen fast überall ein umso höheres Vertrauen in der Bevölkerung, je mehr die Gefahr einer Ansteckung wahr und ernst genommen wurde. Das galt, obwohl die Aussagen der Experten oft unsicher waren und sich nur zum Teil in kurzer Folge änderten. Zugleich wurden die politischen Entscheidungen der teilweisen Einschränkung der Grundrechte akzeptiert. Das heißt, die Legitimität der Politik wurde nicht in Frage gestellt. Im Verlauf der Krise und unter dem Eindruck des Rückgangs der Infektionszahlen trat das Präventionsparadox ein. Mit dem Abflauen der Furcht nahm das Vertrauen in die Experten ebenso ab wie die Zustimmung zu den Maßnahmen der Politik. Sie galten zunehmend als übertrieben, während die Sorge um die wirtschaftlichen Folgen anstieg. Der Fall der Corona-Pandemie ist instruktiv, aber zugleich auch ausgefallen. Vergleicht man ihn mit der schon seit mehr als zwei Jahrzehnten geführten Diskussion zum Klimawandel, lassen sich ebenso interessante Parallelen wie Differenzen feststellen. Obgleich die Bedrohung durch den Klimawandel letztlich weitaus größer ist als durch die Pandemie, hat das Vertrauen der Bevölkerung in die Prognosen der Klimaforscher Konjunkturen durchlaufen, die wiederum auf die Faktoren schließen lassen, die dieses Vertrauen bestimmen. Schon spätestens seit Beginn der 90er Jahre hatte sich zumindest in Deutschland ein relativ hohes Vertrauen in die Experten der Klimaforschung etabliert. Ihre Vorhersagen des anthropogenen Klimawandels galten als glaubwürdig und dieses Vertrauen wurde in der Folgezeit mehrfach erschüttert. Es durchlief Konjunkturen. Eine dieser der Faktoren, die diese Konjunkturen beeinflusst hatte, war die notwendige Korrektur der Vorhersage des Abschmelzens der Himalaya-Gletscher. Eine andere war die Veröffentlichung gehackter E-Mails des britischen Computers der Climatic Research Unit. Das vermittelt einen Eindruck in die informelle Kommunikation der Wissenschaftler und so unter anderem den vermeintlich manipulativen Umgang mit Daten. Das hat dazu geführt, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit in die Klimaforschung zusammenbrach. Inzwischen hat sich das Bild wieder verändert. Im Mai 2019 glaubten 86% an die Verursachung des Klimawandels durch den Menschen. Und eine Umfrage des Eurobarometers im April 2019 ergab, dass für 93% der EU-Bürgerinnen und Bürger der Klimawandel ein ernstes und immerhin noch für 79% ein sehr ernstes Problem ist. Das deutet darauf hin, dass den Klimaforschern wieder mehr Glauben geschenkt wird. Damit einhergehend ist auch die Bereitschaft gestiegen, politische Maßnahmen zur Verbesserung der Energieeffizienz und zur Umstellung auf erneuerbare Energiequellen zu unterstützen. Und das heißt, die Legitimität der Politik auch für unbequeme Entscheidungen zu sichern. Das Beispiel des Klimawandels zeigt einmal, dass das Vertrauen der Öffentlichkeit in Experten unter anderem stark davon abhängt, ob sie als neutral und uneigennützig wahrgenommen werden. Der geringste Verdacht, dass sie wirtschaftlichen oder politischen Interessen dienen,
trägt zu Vertrauensentzug bei. Die Korrekturen der Prognosen wurden im Fall des IPCC zum Beispiel mit Misstrauen bedacht, weil sie als politisch motiviert interpretiert wurden. Im Fall des Robert-Koch-Instituts wurden die häufig unsicheren Schätzungen des Verlaufs der Infektionsrate in der Frühphase der Covid-19-Pandemie zunächst als unvermeidlich akzeptiert und erst im weiteren Verlauf zumindest von Gegnern der Regierung als politisches Manöver kritisiert. Es ist zu vermuten, dass der Grad der Unmittelbarkeit der Bedrohung ein weiterer Grund für die unterschiedliche Einstellung gegenüber der Unsicherheit der Expertenurteile ist. Der Klimawandel ist weitgehend abstrakt und langfristig. Die Pandemie ist zwar auch abstrakt hinsichtlich ihrer Verursachung durch das Virus, aber sehr konkret angesichts der medial anschaulich vermittelten Sterbefälle, vor allem durch die Bilder, die uns aus Italien im Fernsehen präsentiert wurden. Der Orientierungsbedarf ist in diesem Fall größer und ebenso die Toleranz gegenüber Selbstkorrekturen seitens der Experten. Immer wieder ist auch zu hören, dass das Eingeständnis von Vorläufigkeit der Forschungsergebnisse und weiteren Klärungsbedarfs, das heißt die kommunizierte Transparenz, vertrauensbildend wirkt. Alle diese Einschätzungen stehen allerdings auch unter einem Vorbehalt. Zum einen hängt die Wahrnehmung der Ereignisse entscheidend von den Medien ab, denn nur durch die mediale Berichterstattung in Zeitungen, Fernsehen und den sozialen Medien werden die Prognosen der Wissenschaftler ebenso wie die Entscheidungen der Politik der allgemeinen Öffentlichkeit bekannt. Zugleich prägen die Medien Kraft ihrer Selektion von Informationen, gesteuert durch die Nachrichtenwerte, die öffentliche Wahrnehmung und damit den öffentlichen Diskurs. Eine weitere Quelle der Wahrnehmung der Experten, wie ebenso der Kritik an ihnen, sind die zahlreichen Umfragen zu Vertrauen in Wissenschaft bzw. in Experten. Sie sind untereinander allerdings oft schwer vergleichbar und die Ergebnisse sind zum Teil stark von der Auswahl der Fragen abhängig. Vor allem ist Vertrauen eine vieldimensionale Kategorie, die in unterschiedlichen Disziplinen und in verschiedenen theoretischen Kontexten unterschiedlich definiert wird. Und überdies ist es schließlich auch umstritten, ob Misstrauen nur das Gegenteil von Vertrauen oder eine eigenständige Dimension ist. So bleibt zunächst als sicherer Grund für das Vertrauen in Experten Webers idealtypische Abgrenzung der Wissenschaft als ausschließlich der Suche nach Wahrheit verpflichtet, von allen anderen Interessen abgehoben. Das genau unterscheidet sie von dem Gegenbild einer politisch engagierten Wissenschaft, die etwa mit der Forderung gestützt wird, sie müsse gesellschaftliche Verantwortung tragen. Sie wird deshalb aber sofort mit partikularen Interessen identifiziert. Die Aktualität von Webers Begriff der Wissenschaft ist, wenn auch nicht unumstritten, angesichts der vielfältigen Differenzierungen in Fragestellungen, aber auch institutioneller Innovationen eher überraschend. Und das wird noch einmal sinnfällig, wenn man auf die Fragilität der wissenschaftlichen Kommunikation in die Öffentlichkeit und damit auf die Qualität des politischen Diskurses schaut. Das führt zur Betrachtung der Fake News. Max Weber zog eine scharfe Trennlinie zwischen der als fachlicher Beruf betriebenen Wissenschaft, die als solche weder Sinnfragen beantworten noch eindeutige Handlungsanweisungen geben kann, und den Sehern, Propheten, Weisen und Philosophen, die eben dafür zuständig seien. Für ihn war die so verstandene Wissenschaft Triebkraft der Rationalisierung und Intellektualisierung, vor allem der Entzauberung der Welt. Diese Abstinenz gegenüber metaphysischen Sinnfragen ebenso wie gegenüber philosophischen und politischen Positionen war schon zu seiner Zeit Gegenstand der Kritik.
vor allem seitens Geisteswissenschaftlern und Intellektuellen. 100 Jahre später gerät seine Wissenschaftsauffassung nochmals unter eine besondere Prüfung. Schlichte Dummheit und Selbsttäuschung sind zwar keine neuen Phänomene, aber Vernunft, Rationalität und Aufgeklärtheit unterliegen einer besonderen Bedrohung, die nämlich durch die digitale Revolutionierung der gesellschaftlichen Kommunikation entstanden ist. Der von Weber postulierten stetigen Rationalisierung der Lebenswelt steht eine fundamental veränderte Medienlandschaft gegenüber, in der das Angebot der Nachrichten ungleich vielfältiger ist und die technischen Mittel der Verbreitung unvergleichlich viel schneller, multimedial und effektiver sind. Christoph Neuberger und andere haben die Wissensordnung und ihre Veränderung als Theorierahmen vorangestellt, um die Verbreitung von Fake News und verwandter Phänomene besser zu verstehen. Sie setzen dabei Wissen, Wahrheit und Rationalität als Grundbegriffe voraus. Die entscheidende Veränderung der Wissensordnung unter dem Einfluss der Digitalisierung besteht demnach in der Infragestellung der bisherigen Hierarchie der Wissensanbieter, vornehmlich die Wissenschaft und der Journalismus. Deren besondere Leistung besteht darin, dass sie im Prozess der Wissensgenerierung dessen Qualität sichern, in der Wissenschaft durch Peer Review, im Journalismus durch das Mehraugenprinzip. Und erst durch diese Prüfung, also die Zertifizierung, wird wahres Wissen, das heißt hier besser vielleicht abgesichertes Wissen, hergestellt und kommuniziert, das seinerseits die Voraussetzung für rationale Entscheidungen der Mitglieder einer Gesellschaft ist. Indem im Internet auch banale Alltagskommunikation öffentlich und zum Gegenstand allgemeiner Kommunikation wird, müssen Journalismus und Wissenschaft zunehmend mit sogenannten alternativen Medien und alternativen Wirklichkeitszugängen konkurrieren. Indem die Autorität verlässlicher Institutionen, öffentlicher Rundfunk und Fernsehen, überregionale Zeitungen und wissenschaftliche Einrichtungen und der Personen, die sie repräsentieren, tendenziell erodiert, wird die Orientierung an ihnen, die zuvor die öffentlichen Diskurse strukturiert hat, zugunsten der allgemeinen Konkurrenz um Aufmerksamkeit aufgelöst. Die Orientierung an Aufmerksamkeit wird durch das Internet dramatisch verstärkt, weil das Kommunikationsvolumen, die Gesamtheit der kommunizierten Informationen, sehr stark expandiert ist. Die Veränderungen der Medienlandschaft bedeuten unter anderem einerseits, dass die für jeden Einzelnen verfügbaren Informationen sehr viel umfassender sind und folglich geeignet, die Aufklärung der Gesellschaft potenziell zu befördern. Andererseits leistet zum Beispiel die Digitalisierung der Medien einer bislang ungeahnten ökonomischen Machtkonzentration und der nahezu unkontrollierten, massenhaften Verbreitung von Fake News und von Verschwörungstheorien Vorschub. Irreführende Nachrichten können politische Wahlen entscheiden und sie können das Verhalten weiterer Kreise der jeweiligen Bevölkerung in der vom Sender beabsichtigten Weise beeinflussen. Außerdem haben Untersuchungen gezeigt, dass sich falsche Nachrichten schneller verbreiten als richtige und dass dieser Amplifizierungseffekt massive ökonomische, gesundheitliche und politische Effekte haben kann. Seit dem Datenskandal von Cambridge Analytica und dem Ausgang der amerikanischen Wahlen 2016 ist der anfängliche Enthusiasmus hinsichtlich des Demokratisierungspotenzials des Internets beziehungsweise der Social-Media-Plattformen erheblich gedämpft worden. Drei Probleme sind hier zu unterscheiden. Erstens, die Frage nach den Quellen der Informationen, über die sich die Mitglieder einer Gesellschaft informieren und ihr Vertrauen in sie. Zweitens, die Bedingungen, von denen die Rezeption der verfügbaren Informationen abhängen. Und drittens, die Absichten derjenigen, die Informationen kommunizieren
und die technischen Mittel, derer sie sich bedienen können. Zunächst zu den gebräuchlichen Informationsquellen und der Veränderung der Nutzungsmuster. Während der Gebrauch von Printmedien in den USA zwischen 2013 und 2018 von 63 auf 37% gefallen ist und gleichzeitig die Social Media von 27 auf 45% angestiegen sind, fällt der Anteil der Printmedien in Deutschland zwar ähnlich dramatisch von 63 auf 37%, aber der Gebrauch der Social Media erreichte nur 31%. Gleichwohl bedeuten diese Zahlen, dass mit den Social Media als Kommunikationsmedien und speziell als Nachrichtenquellen ein erheblicher Anteil am Volumen der gesellschaftlichen Kommunikation insgesamt keiner journalistischen Kontrolle mehr unterliegt, sondern prinzipiell von jedem für jeden Inhalt und mit jedem Ziel verwendet werden kann. Technisch allererst ermöglicht durch die Digitalisierung und die Entstehung der Social Media Plattformen ist es zu einer gegenüber der vordigitalen Zeit erheblichen Intensivierung der medialen Kommunikation gekommen, in der Trivialkommunikation und Kommunikation seitens journalistischer Medien um Aufmerksamkeit konkurrieren. Dabei verstärken sich verschiedene Faktoren gegenseitig. Die Social Media erlauben die allseitige Kommunikation ohne die Gatekeeper-Funktionen der klassischen journalistischen Intermediäre. Durch die für jeden zugänglichen Kommunikationskanäle, sowohl rezeptiv als auch offensiv, erweitert sich das Kommunikationsvolumen um ein Vielfaches. Und bestimmte Kommunikationen werden strategisch amplifiziert und in ihrer Wirkung verstärkt, ohne dass dies der tatsächlichen Zahl und Bedeutung ihrer Urheber entspricht. Die Attraktivität der Social-Media-Plattformen hat zugleich die Geschäftsgrundlagen der traditionellen Medien zerstört, und das gefährdet den Journalismus als vierte Gewalt, das heißt als kritische Beobachtungsinstanz. Mit dem Niedergang der klassischen journalistischen Intermediäre und der Erosion der Grenzen zwischen editorischen und persuasiven Inhalten, die auch und vor allem die Wissenschaftskommunikation erfasst haben, sind mediale und digitale Öffentlichkeit vielfältig differenziert und zugleich die wissenschaftsinternen und die journalistischen Verfahren der Qualitätssicherung geschwächt worden. In der digitalen Öffentlichkeit haben neben umfassender Information auch Fake News neuartig umfängliche Wirksamkeit erlangt. Die Vermischung von journalistischer und unkontrollierter Kommunikation verschärft somit das Problem des Vertrauens in die Medien. Je mehr Nachrichten über die Online-Plattformen rezipiert werden, desto wichtiger wird die Identifizierbarkeit ihrer Quellen. Seien es bekannte Personen oder noch wichtiger, der wichtigsten Nachrichtenmarken bzw. Institutionen. In Deutschland können wir uns noch relativ glücklich schätzen. Da liegen diese Werte relativ stabil bei den TV-Nachrichten von ARD und ZDF an der Spitze, vor den regionalen Tageszeitungen und so dann den überregionalen Leitmedien wie Zeit, Süddeutsche Zeitung und FAZ. Das allgemeine Vertrauen in die Nachrichtenmedien in Deutschland ist laut Reuters 2016 zwar deutlich eingebrochen und hat 2019 nochmal wieder einen Dämpfer bekommen. Das Vertrauen in die Nachrichten, die über Social Media verbreitet werden, ist allerdings ebenso weiter, wenn auch geringfügig gesunken, bemerkenswerterweise deutlicher in der Altersgruppe der 25- bis 34-Jährigen. Wenn auch nicht darauf beschränkt, das ist ein Zitat, aber eng mit diesem Übertragungsweg verbunden sind Falschmeldungen im Internet. Bedenken, Falschmeldungen nicht von Fakten unterscheiden zu können, haben 38% der internetnutzenden Bevölkerung im Alter über 18 Jahren. Tendenziell unterscheiden sich die Altersgruppen kaum.
Die wenigsten Bedenken sind in der Altersgruppe der 18- bis 24-Jährigen vorhanden und die größten unter den 25- bis 34-Jährigen. Das ist Ende des Zitats. Angesichts dessen ist die zentrale Frage, von welchen Faktoren die Rezeption der Nachrichten abhängt und ob die Bevölkerung zwischen Falschmeldungen und Verschwörungstheorien einerseits und seriösen Nachrichten andererseits unterscheiden kann. Die Rezeption, und das, damit komme ich zum zweiten Punkt, von beziehungsweise die Zugänglichkeit oder Unzugänglichkeit gegenüber Nachrichten allgemein und Nachrichten aus der Wissenschaft im Besonderen, ist von einer Vielzahl von Faktoren abhängig. Und das Gesamtbild entspricht nur bedingt dem impliziten Optimismus Webers hinsichtlich der allgemeinen Intellektualisierung. Zunächst gilt allgemein, dass Menschen sich nicht von beliebigen Argumenten überzeugen lassen. Vielmehr spielt eine Vielzahl von Faktoren bei der Informationsverarbeitung eine intervenierende Rolle. Das reicht von kulturellen Schemata und Heuristiken über religiöse und ideologische Überzeugungen bis hin zu Mitgliedschaften in Gruppen oder politischen Parteien. Informationen, die vorab vorhandene Überzeugungen bestätigen, werden gegenüber solchen vorgezogen, die sie widerlegen. Die Glaubwürdigkeit speziell wissenschaftlicher Nachrichten ist unter anderem von politischen Einstellungen abhängig. So ist etwa die These des anthropogenen Klimawandels bei Anhängern der verschiedenen politischen Parteien sehr unterschiedlich geteilt. Dabei ergibt sich nicht überraschend, dass die ideologische Überzeugung eine entscheidende Variable für die Anerkennung oder Ablehnung wissenschaftlicher Aussagen ist. Es sind überwiegend Konservative, die Probleme mit wissenschaftlichen Evidenzen haben, die ihren politischen Überzeugungen widersprechen. Das rührt nicht zuletzt auch daher, dass wissenschaftlich begründete politische Implikationen mehrheitlich konservativen Werten widersprechen. Allgemein gesagt, je stärker die politischen Implikationen bestimmter wissenschaftlicher Befunde, desto eindeutiger die Rolle der ideologischen Überzeugungen für Annahme oder Ablehnung bestimmter wissenschaftlicher Aussagen, die insbesondere solche die Entscheidungen begründen. Dieser Effekt wird seinerseits durch den Faktor Bildungsniveau beeinflusst. Je höher das Bildungsniveau, desto eher wird wissenschaftliche Evidenz anerkannt. Allerdings interferiert wiederum das Bildungsniveau mit politischen Überzeugungen auf besondere Weise. Menschen mit radikalen politischen Ansichten neigen umso mehr zu Verschwörungstheorien, je höher ihr Bildungsniveau ist. Dieser Befund ist wiederum abhängig von der Art des wissenschaftlichen Problems, zum Beispiel der Zusammenhang zwischen Impfen und Autismus. Lewandowski und Oberauer kommen aufgrund all dieser Zusammenhänge zu dem Schluss, dass die mit der Ablehnung von Wissenschaft im Zusammenhang stehenden kognitiven Prozesse, gedankliche Verkürzungen, unterschiedliche Risikowahrnehmungen und ein Hang zu Verschwörungstheorien universal zu sein scheint, und zwar auf beiden Seiten des politischen Spektrums. Ein nicht gering zu schätzender Anteil der jeweiligen Bevölkerung ist demnach zugänglich für Falschnachrichten und Verschwörungstheorien und verhält sich gegenüber wissenschaftlichen Evidenzen ignorant, etwa Leugnung des Klimawandels bzw. aggressiv ablehnend im Fall der Impfgegner. Den Social Media ist zugeschrieben worden, dass sie die Bildung von Echo Chambers und Filter Bubbles begünstigen, die ihrerseits dann zu politischer Polarisierung führen. Diese Befürchtung wird durch neue Forschung allerdings nicht bestätigt. Vielmehr deuten einige Untersuchungen darauf hin, dass die Menschen Nachrichten von entgegengesetzten Enden des politischen Spektrums ausgesetzt sind. Ob dies polarisierende Wirkung hat oder nicht, ist in der Forschung umstritten und offenbar auch von Land zu Land unterschiedlich. Hinreichend gesichert ist dagegen die Fragmentierung der Öffentlichkeit in eine moderate Mitte und radikale Ränder auf der rechten wie auf der linken.
Die radikalen Ränder sind wissenschaftlicher Evidenz nicht zugänglich. Ganz im Gegenteil, von ihnen gehen die Verschwörungstheorien und gefälschten Nachrichten aus, die in den Social Media verbreitet werden. Nicht, dass die Verbreitung von Desinformation und Verschwörungstheorie neu wäre. Neu ist jedoch die Amplifizierung dieser Kommunikation um ein Vielfaches, die sie aus ihrer vormaligen Randexistenz nunmehr mit allen anderen Kommunikationen in Konkurrenz bringt. Das führt zu dem dritten Aspekt der strategischen Kommunikation durch einzelne Personen oder durch Organisationen, den Interessen, die sie damit verfolgen und der Technik, derer sie sich bedienen. Der Glaube, dass das Internet, weil es potenziell allen in gleicher Weise zugänglich ist, auch von allen genutzt werden kann und wird, hat sich als naiv erwiesen. Wie überall so entstehen Machtstrukturen auch im Internet. Und sie bestimmen die gesellschaftliche Kommunikation. Inzwischen ist offensichtlich, dass die Technik von einzelnen Personen, kleinen Gruppen oder Organisationen zur Durchsetzung ihrer Interessen viel effizienter genutzt wird als durch die Gelegenheitskommunikatoren. Eine zentrale Frage ist deshalb, wer die maßgeblichen Akteure im Internet sind und für welche Zwecke sie das Netz nutzen. Die wahrscheinlich wirkmächtigsten Akteure im Internet sind die Konzerne, die die Plattform betreiben. Sie sind entgegen ihren fortwährenden Beteuerungen, lediglich neutrale Facilitators zu sein, längst überführt worden durch die Wirkungsweise ihrer Algorithmen, editorische Inhalte selektiv zu verbreiten. Das wirtschaftliche Interesse der großen Internetkonzerne und Plattformbetreiber richtet sich dabei vor allem auf die Verhaltensmanipulation zur Individualisierung von kommerzieller Werbung. Sie haben ein primäres Interesse an möglichst großer Beteiligung und bestärken damit die ohnehin schon bestehende Konkurrenz um Aufmerksamkeit. Die politische Kollateralwirkung des Geschäftsmodells ist, wenn schon nicht strategisch beabsichtigt, die Weigerung der Plattformbetreiber, einseitige, falsche und irreführende Kommunikation politischer Akteure zu verhindern und aus dem Netz zu nehmen. Während Facebooks Zuckerberg noch weiterhin an dieser Linie festhält, hat sich Twitter inzwischen allerdings entschieden, erste Schritte zu unternehmen, die Falschinformationen etwa des amerikanischen Präsidenten einem Fact-Check zu unterwerfen. Zertifiziertes Wissen, das heißt verlässliche Information, ist in Demokratien für die gesellschaftliche Deliberation und letztlich für Wahlen von entscheidender Bedeutung. Es ist deshalb kein Zufall, dass gerade die strategische Beeinflussung von Wahlen durch die Verbreitung von Desinformation, sei es durch russische Trollfirmen oder durch die politischen Kontrahenten selbst, erfolgt. In diesem Kontext sind es radikale Gruppen, vorwiegend auf der politischen Rechten, die die sozialen Medien samt ihrer Amplifizierungstechniken nutzen, um Einfluss auf Journalisten, Blogger und Influencer dahingehend zu gewinnen, dass sie ihre Inhalte verbreiten. Daneben gibt es vielgestaltige Randgruppen, die unterschiedliche Ziele verfolgen und die dafür um Anhängerschaft werben. Ein besonders interessantes Beispiel sind die Impfgegner. Wirkmächtig sind diese Gruppen weit über ihre tatsächliche Größe hinaus, insofern sie sich über das Internet zu globalen Netzwerken organisiert haben, die mit ihrer Werbung für Impfabstinenz immerhin die WHO zu der Warnung vor einer zu geringen Impfrate in der Bevölkerung veranlasst haben. Zum Teil setzen sie Falschmeldungen mit verschwörungstheoretischen Inhalten ein, wie etwa die Warnung, dass Menschen mit Impfungen Mikrochips implantiert würden. Sie sind aber auch deshalb interessant, weil sie sich in ihrer Argumentation zum Teil auch auf Wissenschaft beziehen. Das geschieht in der Weise, dass sie selektiv wissenschaftliche Texte zitieren, die einen noch nicht abgeschlossenen Diskussionsstand in der Forschung wiedergeben. Sie stellen dann die in ihnen erhobenen Thesen zu schädlichen Nebenwirkungen etwa von Impfungen als alleingültige Wahrheit dar. Diese Kommunikationen erhalten ihre Wirksamkeit durch den Bezug auf Wissenschaft. In Bezug auf Wissenschaft
gibt ihnen besondere Legitimation oder scheint ihnen besondere Legitimation zu geben. Tatsächlich ist dieser Bezug jedoch oberflächlich und oftmals irreführend. Zeigt sich an diesem Beispiel, dass die epistemische Autorität der Wissenschaft in strategischer Weise instrumentalisiert und missbraucht wird, so ist eine andere Entwicklung bedenklich, die die Wissenschaft als Akteur involviert. Seit mehreren Jahrzehnten ist die Wissenschaft aufgrund ihrer stark gestiegenen Bedeutung für Wirtschaft und Politik gefordert, sich aus ihrer vormaligen Abgeschlossenheit zu öffnen und aktiv mit der Gesellschaft zu interagieren. Wissenschaftliche Organisationen wie Universitäten und Forschungszentren werden dazu motiviert, in die Öffentlichkeit zu kommunizieren. Dabei wird der ursprüngliche Sinn der aufklärenden Informierung der Öffentlichkeit in mehrfacher Weise verändert. In der institutionellen Kommunikation geht es nämlich nicht mehr primär um Information, sondern um organisationsbezogene Werbung und sogenanntes Branding. Also um Kommunikation, deren vorrangiges Ziel möglichst viel Aufmerksamkeit ist und deren Öffentlichkeit weitgehend diffus bleibt. Die Politik, die diese Form der Kommunikation befördert, ist vor allem an Legitimation interessiert. Akzeptanz umstrittener Forschung und Technologien bei gleichzeitig steigenden Ausgaben für die Forschung. In diesem Kontext wird auch die Kommunikation von Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern in die Öffentlichkeit propagiert. Es wird sogar gefordert, dass sie Teil des wissenschaftlichen Belohnungssystems werden soll. Dieses sogenannte Public Engagement of Science ist inzwischen als Aufgabe in die wissenschaftspolitischen Programme der führenden Wissenschaftsnationen aufgenommen. Diese Entwicklung hat zu einer spezifischen Form problematischer Kommunikation geführt. Von Seiten der wissenschaftlichen Organisationen wird nämlich kein Unterschied in den medialen Produkten zwischen informierender und persuasiver Kommunikation, das heißt reiner Selbstwerbung, gemacht. Da der Wissenschaftsjournalismus als Folge der Digitalisierung der Medienlandschaft von vielen traditionellen Massenmedien eingestellt worden ist, werden die Kommunikationen der Presse- und PR-Abteilungen der akademischen Einrichtungen zum Teil ungeprüft und unverändert oder nur geringfügig ediert übernommen. Die Verwischung der Grenze zwischen redaktionellem Inhalt und Eigenwerbung bedeutet den Verlust der Fremdreferenz sowie jeglicher Qualitätskontrolle und damit letztlich der Vertrauensgrundlage. Indem sich gerade wissenschaftliche Einrichtungen auf diese Strategie eingelassen haben, begeben sie sich ihres wertvollsten Kapitals, nämlich des öffentlichen Vertrauens und damit ihrer besonderen Autorität in der Gesellschaft. Auch die Politik sollte diese Gefahr im Auge haben, wenn sie massiv für die Wissenschaftskommunikation wirbt, was in der Politik angemessen ist, nämlich die Werbung um öffentliche Zustimmung für bestimmte Meinungen als Grundlage der Legitimation, gilt in der Wissenschaft als Regel- bzw. Normverletzung. Zum Abschluss Bemerkungen zu Webers Aktualität. Das führt zu der Frage zurück, inwieweit Max Webers Idealtypus der Wissenschaft und des Wissenschaftlers ein Jahrhundert nach seinem Tod noch aktuell ist. Abgesehen davon, dass er selbst nicht an eine derart lang andauernde Aktualität seiner Ideen geglaubt hätte, haben sich die Gesellschaft und die Wissenschaft in ihr seither so grundlegend gewandelt, dass schon die Frage allenfalls durch Erinnerungsfeiern wie der diesjährigen zu rechtfertigen ist. Nicht nur haben sich, wie eingangs angedeutet, der wissenschaftspolitische Kontext und die durch ihn geprägte organisatorische Realität der Wissenschaft dramatisch verändert, auch die vor allem in der Wissenschaftsphilosophie geprägten Konzeptionen von Wissenschaft haben sich nachhaltig gewandelt. Ob Weber eine einheitliche Wissenschaftslehre geschaffen hat oder es sich vielmehr nur um eine auf zeitgenössische Diskussionen referierende heterogene Versatzstücke handelt, ist unter Weber-Experten umstritten
und von mir hier nicht zu entscheiden. Es ist für das entwickelte Argument auch unerheblich. Webers These der Werturteilsfreiheit der Wissenschaft ist sowohl in der Soziologie als auch in der Wissenschaftsphilosophie teils direkt kritisiert, teils indirekt durch die Entwicklung überholt worden. In der Wissenschaftsphilosophie etwa gilt Letzteres. Die absolute Wertfreiheit gilt als unerreichbar, war aber auch von Weber so gar nicht behauptet oder gefordert worden. Selbst die Auswahl von Forschungsproblemen, sowohl die Auswahl von Forschungsproblemen als auch die Untersuchung von Werten waren für ihn unproblematisch. Die Wertfreiheitsthese bezieht sich allein auf den Rechtfertigungskontext. In der wissenschaftstheoretischen Diskussion wird zwischen epistemischen oder erkenntnisorientierten und nicht epistemischen, also wirtschaftlich, ethisch, sozialen Werten unterschieden. Erstere werden in der Wissenschaftsphilosophie einhellig auch als Teil des Rechtfertigungszusammenhangs zugelassen. Strittig ist der Einfluss nicht epistemischer Werte auf den Rechtfertigungszusammenhang. Webers aktualisierte Position wäre hier, dies zu verneinen. Eine Theorie ist nicht deshalb eher akzeptabel, weil sie menschlichen Handlungsinteressen dient. Soweit sich die Diskussion um mehr oder weniger geeignete Mechanismen dreht, Objektivität zu erreichen, steht nicht mehr der individuelle Wissenschaftler im Fokus, sondern das Interesse richtet sich auf Formen sozialer Organisation epistemischer Gemeinschaften. Longino etwa setzt auf wechselseitige Kritik als Grundlage prozeduraler Objektivität. Und dieser Vorschlag wiederum erinnert an Robert Mertens Norm des organisierten Skeptizismus als Voraussetzung wissenschaftlicher Forschung. In der Soziologie ist die Diskussion um die Werturteilsfreiheit schon zu Webers Lebzeiten entstanden, dann in den 1960er Jahren unter dem Etikett des Positivismusstreits neu entbrannt. In letzterem ging es im Kern darum, ob die Soziologie sich als Quasi-Naturwissenschaft auf eine reine Beobachterrolle beschränken oder ob sie sich als kritische Soziologie verstehen sollte, deren Aufgabe die ideologiekritische, emanzipatorische Zeitdiagnose zu sein habe. Mit der Weiterentwicklung der Soziologie in Richtung empirischer Forschung und des Bedeutungsverlusts des Marxismus haben sich die einstigen Fronten dieses Streits weitgehend aufgelöst. Die Aktualität der Weberschen Position wird durch eine Perspektivverschiebung ersichtlich. Sowohl die Expertenkritik als auch die Bedrohung des gesellschaftlichen Diskurses durch die technisch bedingte Amplifizierung von Desinformation wäre gar nicht Gegenstand der Diskussion oder gar der verbreiteten Besorgnis, wenn es in der Gesellschaft nicht eine Vorstellung von wissenschaftlicher Evidenz und Objektivität, um nicht zu sagen von Wahrheit, gäbe. Das Gegenbild zu dieser Vorstellung ist eine Gesellschaft, in der die Wissenschaft umfassend politisiert wäre. In ihr würde die Konkurrenz beliebiger Wirklichkeitsdeutungen und Meinungen vorherrschen. Es gäbe keine Maßstäbe für eine Einigung auf gemeinsame Interpretationen. Das routinemäßige Fact-Checking, das sich inzwischen als Beobachtung der Kommunikation über die sozialen Medien etabliert hat, wäre ohne eine Referenz auf eine weitgehend geteilte Evidenz nicht möglich, würde nicht einmal sinnvoll erscheinen. Dazu bedarf es doch nicht eines essentialistischen Wahrheitsbegriffs, sondern es reicht die schlichte Anerkennung des Prinzips, dass Behauptungen über Sachverhalte nur und erst dann Geltung beanspruchen können, wenn sie von mehreren überprüft worden sind. Anders gesagt, Webers Position lässt sich heute als das Insistieren auf Wissenschaft als Verfahren interpretieren. Seine Beschreibung des Wissenschaftlers, der nur der Wissenschaft verpflichtet ist, abgegrenzt von Propheten und Demagogen, der als Lehrer seinen Schülern unbequeme, das heißt Parteimeinungen entgegenstehende Tatsachen zumutet, der allein im Dienst, das ist Zitat Weber, im Dienst der Selbstbesinnung und der Erkenntnis tatsächlicher Zusammenhänge seinem fachlich betriebenen Beruf folgt,
ist eine idealtypische Beschreibung. Sie entfaltet ihre orientierende Wirkung unabhängig davon, ob sie in der Realität nur gebrochen vorkommt. Ungeachtet aller Erfahrungen mit Desinformation, Verschwörungstheorien und ihrer Instrumentalisierung für politische und wirtschaftliche Partikularinteressen ist es bezeichnend, dass die Wissenschaft vor allem in Krisenzeiten wie denen der Bedrohung durch eine Pandemie besonderes Vertrauen in der Öffentlichkeit genießt, obgleich sich den meisten nicht einmal erschließt, was sie eigentlich ist. Ich danke Ihnen.